Und was das bedeutet, bin ich ganz gespannt drauf. Ich habe nämlich auch noch nicht gehört, den Vortrag. Vielen Dank, Stefan. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob Sie mich alle hören. Okay. Ton auf der Kamera. Jetzt besser? Okay. Vielen Dank, Stefan, für die Anmoderation und vielen Dank an die Firma Deckerform und die Familie Chaha, dass ich hier heute sprechen kann. Ganz kurz am Anfang einen kleinen Überblick über die Firma Schneiderform geben und dann werde ich schauen, dass wir so schnell wie möglich durchkommen, weil der Geruch von draußen, der ist natürlich schon verdammt lecker. Und Sie sitzen bestimmt auch schon alle sehr lange hier. Die Firma Schneiderform, wer sie noch nicht kennt, ist, ich glaube, ungefähr 55 Jahre, 56. Das 60. Jubiläum wird sich demnächst dann nähern. Wir haben etwas über 300 Mitarbeiter an zwei Standorten. Der Hauptsitz befindet sich in Deutschland, in der Nähe von Stuttgart. Und eine kleinere Tochterfirma befindet sich in Portugal. Die Gesamtkapazität von Schneiderform liegt bei größer 200 Werkzeugen pro Jahr. Wobei sich das natürlich nicht auf die großen Werkzeuge nur beschränkt, sondern auf kleinere Werkzeuge im Bereich von 5 bis 10 Tonnen. Der Hauptsitz in Deutschland beschäftigt sich eigentlich hauptsächlich mit Werkzeugen für große Außenhauteile im Bereich von 20 bis 90 Tonnen. Was Schneiderform für unsere Kunden auch noch zusätzlich interessant macht, ist der Umstand, dass Schneiderform eine Produktentwicklung besitzt mit bis zu 65.000 Stunden Entwicklungskapazität pro Jahr. Heute möchte ich aber nicht über Schneiderform sprechen und auch nicht direkt über die Spritzgießwerkzeuge, sondern über die Digitalisierung, über Industrie 4.0. Ich denke, das können wir hier gut abkürzen, weil der Herr Karlinger hat ja in der Keynote heute Morgen schon sehr viel dazu gesagt. Sie haben es bestimmt auch schon die letzten Jahre in vielen Vorträgen bis zur Genüge gehört. Das wurde ausgetreten, das Thema. Was wir sehr gut wissen, ist, wo wir aktuell stehen. Jeder hat ein Gefühl dafür, wofür wird die Digitalisierung hauptsächlich verwendet, für Überwachung, Wartung, Vernetzung und das Einbinden von Geräten in Netzwerke. Wir wissen auch sehr genau alle, wo wir hinwollen. Wir möchten Mitarbeiter entlasten, Prozesse effizienter gestalten, anspruchsvolle Tätigkeiten einfacher machen. Aber der Weg dorthin ist schwierig. Nicht jeder weiß, wo er anfangen soll oder wie der Weg zur Digitalisierung oder Industrie 4.0 überhaupt aussehen kann. Es gibt eine Menge Gefahren auf dem Weg dorthin zur Digitalisierung. Wir können in der Komplexität enden. Keiner weiß, was fängt er mit diesen ganzen Informationen an. Big Data war heute Morgen ein großes Thema. Die Daten müssen in der richtigen Qualität vorliegen, um sie überhaupt interpretieren zu können. Das ist sehr schwierig und das führt unter Umständen dazu, dass wir auch Mitarbeiter überfordern. Deshalb hat Schneiderform auf dem Weg zur Digitalisierung, die wir uns jetzt schon seit 4 Jahren ausprobieren, das Credo entwickelt, Industrialisierung und Digitalisierung muss so einfach wie möglich sein. Sonst haben wir keine gute Effektivität, kann die Systeme im Feld nicht einsetzen. Die Systeme, was wir tun müssen, müssen so einfach wie möglich nutzbar sein für den Mitarbeiter. Sie müssen einfach zu installieren sein und einfach verständlich sein. Im besten Fall intuitiv. Dafür steht auch das Bild von diesem iPhone. Das ja vor sehr langer Zeit das Steve Jobs entwickelt hat. Eigentlich braucht es damals keiner, aber das Bedienkonzept war so überragend, dass der Bedarf stark gestiegen ist nach diesem Telefon. Und in die Richtung muss unserer Meinung nach auch die Digitalisierung gehen. Der Mitarbeiter benötigt an der Maschine eine Art Navigationssystem, das ihn unterstützt und ihm hilft, die Prozesse zu verstehen, die in der Maschine und in den Geräten außenrum ablaufen. Schneiderform hat mit dem System OptiCheck vor circa 4 oder 5 Jahren angefangen. Das war so eine kleine Spielwiese.
Das entstand daraus, dass wir uns in unseren Funktionsbemusterungen in Betriebnahmen von unseren Kunden, die Spezialisten auf dem Bereich Spritzgießen sind, immer wieder sagen lassen mussten, wir sind Spritzgießer, wir wissen, was wir tun, euer Werkzeug muss das jetzt aushalten. Das hat uns irgendwann keine Ruhe mehr gelassen. Wir wollten auf irgendeine Art darstellen, was passiert eigentlich in unserem Werkzeug. Stimmt es, was unsere Kunden sagen, ist unser Werkzeug zu schwach, in Anführungsstrichen. Und deshalb hat Schneiderform ein System entwickelt, das seinen Haupteinsatzzweck im Bereich der Inbetriebnahmen hat. Bei Schneiderform ist eine Inbetriebnahme, die Erstbemusterung oder die Zweitbemusterung, die bei uns im Haus stattfindet, für unsere Kunden eine Art Prüfstand. Es gibt die netten Kunden, die wissen, wie sie ihre Prozesse gestalten müssen, die Wert auf Nachhaltigkeit legen. Da funktioniert es meistens gut. Dann gibt es Kunden, die möchten gerne rauskitzeln, welche Prozesseinstellungen hält denn das Werkzeug aus? Was passiert, wenn ich meinen Nachdruck absichtlich erhöhe? Wie groß ist mein Prozessfenster? Dann gibt es Kunden, die wissen nicht, was sie tun. Die versuchen sich an die Prozesse entlang zu hangeln, übertreiben es eventuell mit den Parametern, überspritzen die Werkzeuge. Im Grunde genommen wird es eine Art DOE. Das heißt, DOE steht für Design of Experiment und im größten Teil ist es eigentlich auch bei uns. Und wir wollten dann nicht nur uns unterstützen, sondern eigentlich auch unsere Kunden, um die Prozesse richtig zu finden. Und der nächste große Punkt, der für uns wichtig war, den Werkzeugstress sichtbar zu machen mit dem Messgerät. Im Vorfeld macht Schneiderform das üblicherweise über FEM-Berechnungen. Wir versuchen unser Werkzeugkonzept abzusichern und berechnen die Belastung mit Schließkraft und Einspritzdruck auf unsere Werkzeuge, um auch sicher zu sein, dass die Belastung ausgehalten wird. Aber so richtig sicher waren wir uns eigentlich nicht, ob die Berechnung, die Theorie überhaupt mit der Realität übereinstimmt. Das war auch eine Aufgabe, die unser Messsystem bringen musste, uns da Klarheit zu schaffen. Ist die Rechnung überhaupt korrekt? Dann wussten wir natürlich, die meisten unserer Kunden verwenden Innendrucksensoren. Das wird üblicherweise spezifiziert. Mindestens 2 Sensoren befinden sich automatisch in unseren Spritzgießwerkzeugen. Das Problem da dahinter ist, der Innendruck ist zu spezifisch. Die wenigsten verstehen die Werte, die da dahinter stehen. Man kann keine richtige Aussage über Werkzeugstress darüber machen. Und die meisten unserer Kunden fangen mit dem Innendruck auch nichts an. Da wird üblicherweise in 80% aller Fälle wird der Innendrucksensor nicht verwendet, nicht eingeschlossen und fristet ein ungenutztes Dasein in unseren Werkzeugen. Ich habe Ihnen da ein kleines Beispiel mitgebracht, warum der Innendruck eigentlich schwierig zu verstehen ist. Wenn ich hier in den Raum werfe, in der Maschine befindet sich oder im Werkzeug befindet sich ein Innendruck von 400 Bar, dann wird es hier in der ganzen Runde niemand geben, der mir sagen kann, ob der Innendruck zu hoch ist, zu niedrig oder ob der passt. Das ist ganz einfach. Ihnen fehlen zusätzliche Informationen zu dem Innendruck. Sie wissen nicht, welches Material verarbeitet wird. Sie haben kein Wissen um die Temperatur im Werkzeug. Ihnen fehlt das Wissen, auf welche Fläche dieser Druck wirkt. Und ohne diese zusätzliche Information kann der Innendruck an sich nicht verarbeitet werden. Der normale Spritzgießer, Techniker oder Werkzeugmechaniker kann mit dem Innendruckwert nichts anfangen. Im besten Fall kann er einen Vergleich darstellen, vorher, nachher, um über die Differenz zu sehen, was er eingestellt hat. Der Innendruck ist natürlich aber trotzdem perfekt, um Prozesse zu kontrollieren und Prozesse zu steuern. Aber in der Inbetriebnahmephase ist er eigentlich nutzlos. Und Schneiderform hat dort eine Alternative gefunden zum Innendruck. Ein Messsystem, das für unsere Werkzeugmechaniker und für unsere Techniker einfacher und verständlicher ist. Das Ganze ist im Grunde genommen ein Monitoring-System. Unten links sieht man die Anzeige auf dem Tablet. Das System läuft gerade auch live an der 1300er-Maschine da hinten. Der Herr Bertz hat es schon angedeutet, 3 Sensoren sind dort verbaut in dem Werkzeug. Und die Anzeige läuft in Echtzeit. Die Werte, die auf dem Bildschirm angezeigt werden,
geben das wieder, was in dem Moment im Werkzeug passiert. Über mehrere Jahre des Versuchens sind wir draufgekommen, dass das System unbedingt kabellos sein muss, weil in den ersten zwei Jahren habe ich, glaube ich, 30 Meter Kabel mit mir rumgeschleppt, um die Sensoren zu installieren. Das war ziemlich schwer und schmutzig. Der Aufbau hat viel zu lange gedauert. Der übliche Spritzgießer hat keine 30 Minuten Zeit, um ein Sensorsystem zu installieren für eine Probe. Und deshalb sind wir jetzt aktuell bei einem kabellosen System, das innerhalb von 5 Minuten ans Werkzeug eingebaut werden kann. Und die Werte können über WLAN abgerufen werden. Man kann sich frei um die Maschine bewegen. War jetzt zu schnell. Der Sensor, den wir verwenden, ist im Grunde genommen eine Messuhr ohne Anzeigeelement, ein taktiler Sensor mit einem Absolutwertmesssystem. Das heißt, der muss nicht kalibriert werden. Es gibt nur eine Nullwertverschiebung, damit die Werte besser interpretiert werden können. Und von der Handhabung, da im Grunde genommen eine Messuhr darstellt, kann jeder Werkzeugmechaniker, jeder Spritzgießer damit umgehen. Das ist Bestandteil der Grundausbildung. Den Sensor haben wir gewählt, weil er unglaubliche Genauigkeit von bis zu 1 μ hat, mit einer Auflösung von 0,1 μ. Das heißt, wir könnten sogar Vibrationen messen, wenn wir schnell genug pro Sekunde abtasten. Warum haben wir uns für diesen taktilen Sensor entschieden? Das ist ja nichts Neues, sagen die alten Spritzgießer hier im Raum wahrscheinlich. Man hat Werkzeugatmung schon immer gemessen am Spritzgießwerkzeug. Man hat dazu Messuhren außen am Werkzeug eingebracht. Lernt man, glaube ich, in der Grundausbildung auch. Ich habe sowas auch schon gelernt, einfach um zu überwachen, bleibt die Maschine geschlossen oder nicht. Und genau aus dem Grund haben wir uns auch dafür entschieden. Das System kennt jeder. Es funktioniert. Mit dem einzigen Unterschied, wir haben es digitalisiert. Keiner muss mehr ablesen an der Messuhr. Wir übertragen es auf eine Zeitachse in den Laptop. Wir können dann auch genau nachschauen, in welcher Phase des Spritzprozesses findet welche Werkzeugbewegung statt und können dann auch zielgerichteter dagegen vorgehen. Das System gibt es komplett im Koffer, damit man es überall hin mitnehmen kann auf der Welt. Es ist netzunabhängig zu verwenden. Netzunabhängig bedeutet in dem Fall, wir brauchen eigentlich keine 230 Volt, sondern das System ist so gestaltet, dass es mit 5 Volt Spannung betrieben werden kann. Und wenn Sie in China keine Steckdose finden, dann finden Sie bestimmt genügend Kollegen, die für Ihr Smartphone eine Powerbank dabei haben. Und dort können Sie es über einen USB-Anschluss anstecken und mit Strom versorgen. Der optimalste Einsatz findet das System natürlich im Festeinbau im Werkzeug, wenn sich die Sensoren immer an derselben Stelle befinden, die Werte reproduzierbar sind. Man kann darüber einen Fingerabdruck erstellen. Das heißt, ich mache vor Auslieferung einen Messwert, lasse mir den vom Kunde freigeben, bevor das Werkzeug ausgeliefert wird. Und wenn er dann nach ein, zwei Monaten Probleme hat, kann ich dorthin gehen und einen Vergleich fahren, um festzustellen, was hat sich verändert über die Prozessänderungen, über Tests und kann dann dort auch zielgerichtet mit dem Kunden darauf einwirken, Verbesserungen zu erreichen. Ich habe ein paar kleine Beispiele, mal schauen, wie weit ich von der Zeit bin. 5 Minuten habe ich noch. Ein paar kleine Beispiele habe ich dabei. Das ist ein Extrembeispiel. Und zwar die Kurve, die Sie da unten sehen. Hier ist, stellt den Atmungsverlauf über den Kundenprozess dar. Das ist ein Extrembeispiel natürlich, um das schön darzustellen, was man da damit machen kann. Der Kunde hatte das Problem, dass das Werkzeug umlaufend eine Schwimmhaut hatte in Grad. Die Schließkraft lag schon bei 4000 Tonnen. Also die größte Maschine, die wir haben, war zu 100% ausgelastet. Und wir standen an dem Punkt, wie ich es Ihnen vorher schon gesagt habe, Spritzgießer weiß, was er tut. Also ohne diese Möglichkeit, dem Anwender zu zeigen, wie diese Atmung aussieht, wäre er vermutlich nicht darauf eingegangen, dass man ihm einen alternativen Prozess zeigt. Das heißt, ich kann auch über die Anzeige der Werkzeugatmung für ein gewisses Verständnis, für eine Diskussion sorgen, für ein Verständnis beim Anwender. Und wir konnten dann mit unserem Kunden gemeinsam eine alternative Einstellung finden, die dann in der Atmung so aussah. 1,5 Zehntel weniger Atmung,
bedeutete für den Prozess 200 Gramm leichteres Teilegewicht und 1000 Tonnen weniger Schließkraft in der Zuhaltung. In der Form Materialeinsparung und Energieeinsparung par excellence. Aber einer der seltenen Beispiele, wo das System dann extrem zum Tragen kommt. Das System, muss ich ehrlicherweise sagen, ist kein Garant für gute Prozesse. Das ist natürlich nett. Was Sie erkennen können an der Messung, direkt 1:1, ist die Überladung. Auch ohne das Bauteil zu messen, können Sie auf 200stel genau sagen, um wie viel die Wandstärke größer sein wird als im optimalen Prozess. Wenn hier prozesstechnisch keine Verbesserung gefunden werden kann, gibt es technische Alternativen, um die Atmung zu reduzieren. Man kann das Werkzeug vorspannen in dem Bereich, in dem die Atmung stattfindet. Und früher wurde das üblicherweise über Wandstärkemessung gemacht. Hier kann man das über das Ablesen der Atmungskurve machen. Wahrscheinlich denken Sie, man würde hier hinten diesen Wert nehmen, um das Werkzeug zu überbiegen, aber das ist eigentlich falsch. Sie müssen die maximale Atmung vorhalten und etwas mehr, um tatsächlich da dagegen zu wirken. Und hier setzt das Messsystem zusätzlich auch noch ein, bietet den Vorteil, dass man hier unter Umständen eine oder zwei Optimierungsrunden einsparen kann. Dann kann man mit dem Messsystem der Werkzeugatmung Spritzgießmaschine untereinander vergleichen, wo der Innendruck komplett versagt. Üblicherweise hat der Tier 1 oder auch der OEM, wenn er selber produziert, eine Hauptproduktionsmaschine und eine Ausweichmaschine, auf die er dann wechselt, wenn seine Hauptproduktionsmaschine defekt ist oder wenn sie gerade mit etwas anderem belegt ist. Diese Nebenmaschine muss nicht unbedingt immer die gleiche sein und das kann auch zu Qualitätsproblemen führen und keiner weiß, wo das herkommt. Wir hatten hier einen Fall mit dem Kunden, da wurde ein und dasselbe Werkzeug auf zwei Maschinen gespritzt. Ich habe es da oben aufgeführt. 2700 Tonnen war die Nennschließkraft. Die erste Maschine war eine 4000 Tonnen Maschine, die zweite eine 3200 Tonnen Maschine. Beide Maschinen sind absolut fähig, diese Schließkraft zu bringen. Der Kunde hat für uns eine Innendruckmessung gemacht und bei beiden Spritzgießmaschinen hat er vergleichbare Parameter einstellen können mit um die 400 Bar Innendruck. Er hat aber auf der 3200 Tonnen Maschine ein Gradproblem. Also haben wir die Messung gemacht über die Werkzeugatmung und konnten hier diesen signifikanten Unterschied in der Atmung feststellen bei beiden Maschinen. Ungefähr die dreifache Atmung bei der 3200 Tonnen Maschine. Und auch die Werkzeugatmung zeigt druckkurvencharakteristische Spitze, die für Umschaltpunkte stehen, wenn Nadeln geöffnet und geschlossen werden. Dafür ist der Sensor fein genug. Man kann auch hier erkennen, dass die Umschaltpunkte sehr exakt sind, also der Prozess wirklich fast gleich. Und das Fazit an der ganzen Geschichte ist, dass nicht nur das Werkzeug ausschlaggebend für die Stabilität und für die Durchbiegung ist, sondern eigentlich die Spritzgießmaschine einen viel, viel größeren Anteil hat, als eigentlich angenommen. Nämlich die Differenz hier. Das überspringe ich jetzt ein bisschen. Man kann mit der Werkzeugatmung auch schwankende Prozesse darstellen. Wenn ich eine sehr alte Spritzgießmaschine in Verwendung habe, die Probleme mit Hydraulikventilen hat, kann ich hier sehen, ob die Schließkraft immer auf den Punkt gebracht wird oder ob ich dort Schwankungen von teilweise mehrere hundert Tonnen habe. Ihr müsst mir ein Zeichen geben, wenn ich zu lang brauche, beziehungsweise wenn Sie Hunger haben, müsst ihr mir das auch zeigen, dann höre ich einfach auf. Okay. Neben der Werkzeugatmung können auch Schieberbewegungen gemessen werden über dieses System. Geht natürlich aktuell nur bei wirklich sehr großen Werkzeugen für Außenhauteile, weil ich brauche den Platz für diese Sensoren. In dem Fall haben wir das gemacht, um die Ursache herauszufinden, warum unser Teil hier eine Schieberabzeichnung hat. Ist ein bisschen schlecht zu erkennen, aber hier ist eine Linie. Und diese Schieberabzeichnung entsteht bei Außenhauteilen üblicherweise durch Schieber, die sich bewegen, die sich abdrücken. Und dazu wurde hier in diesen großen Kopfschieber wurden drei Sensoren eingebaut für jede Achse ein, um über den Prozess zu sehen, was passiert mit diesem Schieber. Und man kann hier erkennen, bei Schließkraftaufbau entstehen Bewegungen in der Phase hier und beim Einspritzen. Beim Einspritzen war für uns interessant zu sehen, dass der Kopfschieber hier, das ist in X-Richtung, und zwar eigentlich in Schließkraftrichtung, dass sich der Kopfschieber
ca. 1/100 aus dem Sitz hebt. Der wird rausgedrückt. Die eigentliche Ursache für die Schieberabzeichnung fand man dann in dem Bereich Y zwischen Kopfschieber und diesem großen Einsatz. Hier kann man sehen, dass der Kopfschieber in der Schließphase von dem Einsatz weggedrückt wird. Dort entsteht ein Spalt von mehreren Hundertsteln und über die Einspritzphase wird er aber wieder zurückgedrückt. Hier wird eine Feder gespannt, was sich dann hinterher im Schließkraftabbau schlagartig löst. Das ist die Ursache für die Schieberabzeichnung. Darüber konnte man dann zielgerichtet Maßnahmen einleiten und eigentlich in zwei Nacharbeitsloops diese Schieberabzeichnung beseitigen. Datenschutz hatten wir heute Morgen auch schon, ist ein großes Thema. Ist bei uns kein Problem, es wird nichts in die Cloud geschickt, wir speichern alles lokal, beziehungsweise es geht in Ihr direktes Notebook, kein anderer hat Zugriff darauf. Was wir dieses Jahr noch bringen wollen, ist eine Erweiterung unseres Systems zu einem Datenlogger oder Flugschreiber. Der Hintergedanke daran ist, die Daten vom Werkzeug nicht nur abzurufen und auf dem Notebook sichtbar zu machen, sondern im besten Fall über die gesamte Laufzeit der Produktion alles aufzuzeichnen und wenn Bedarf ist, auswerten zu können. Das System speichert das Ganze lokal ab, sodass hier auch kein Problem mit der Datensicherheit entsteht. Der Kunde kann die Daten immer abholen, wann er möchte, beziehungsweise wir. Die Schneiderform ist interessant im Falle eines Schadens oder wenn Verschleiß auftritt, um dann nach ein oder zwei Jahren sagen zu können, was eigentlich die Ursache war. Das Ganze soll erweitert werden. Im Ziel bis 2019 möchte man über das System, über zusätzliche Sensoren auch Aussagen machen können, wann das Werkzeug gewartet werden muss, welche Bauteile Verschlüsse sind in Zukunft. Predictive Maintenance ist dort unser großes Stichwort. Und dazu ist notwendig natürlich, dass wir die Daten über längere Zeit aufzeichnen. Ich hoffe, dass ich da in der Molding Expo nächstes Jahr eventuell schon was zeigen kann dazu. Deshalb, wir wollen trotzdem, auch wenn wir mehr Sensoren jetzt mit einbauen und mehr Funktionen dann bringen, mehr Vorteile für unsere Kunden, das Ganze immer noch so einfach wie möglich halten, dass im besten Fall alles ohne Schulung einsetzbar bleibt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.